Mögliche Teilevakuierung des Krankenhauses Großsand. Nach Angaben der Feuerwehr könnte es im Verlauf des morgigen Dienstags zur Verlegung mehrerer Patienten innerhalb des Krankenhauses in Wilhelmsburg kommen. Grund hierfür sind Kampfmittelsondierungen auf einer benachbarten Baustelle. Dort waren in Vorbereitung auf den Bau einer Fernwärmeleitung Anomalien im Boden entdeckt worden. Sollte tatsächlich ein Blindgänger gefunden werden, könnten die Sicherheitsmaßnahmen für das Krankenhaus notwendig werden. Darüber wolle man dann vor Ort entscheiden.